Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Name ist Afarin von B-Prime und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge State of Mind. So, der gute Schmuck-Assembler. Wem also möchtest was du ein Geschenk machen, Adam? Meiner Frau, Amy Newman. Na, läuft. Diese Halskette würde Amy gefallen. Was denkst du? Ja, doch, ja, wahrscheinlich. Klingt jetzt nicht so überzeugend, aber ja. Das können wir abbrechen. Na ja, komm. Was soll's? Ich nehme sie. Soll's? Ja, damit. Hauptsache kappert. Okay. Sonst konnten wir hier wirklich nichts machen, ne? Dieser Assembler ist eine Stiftung der Kurz Foundation. Warum machst du deiner Frau nicht einmal. Ja, genau. So, jetzt getan. So. Gut, wir sind jetzt hier fertig gewesen. Wir können jetzt mit der Magnetschwebebahn fahren, ne? Mit der Magnetbahnstation. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Aber wir wollen ja eigentlich zur Klinik, ne? Zur Klinik sind wir hinten mit dem Cabin Car. Wo geht's denn hier hin? Wir fahren einfach mal los. Eigentlich wollen wir ja mit dem Cabin Car fahren. Da stand der andere Seite. Da stand auf dem Weg zur Klinik. Wir gucken einfach mal. Mal gucken, wo es hingeht. City Firm Union Park, okay. Das sieht so abendlich aus. Okay. Ja, dein Sohn ist das Wichtigste, ich weiß. Okay. Schon wieder Krieg der Welten da oben, die Dinger. Okay, die sah jetzt mit der Kurzhaarfrisur doch ein bisschen hässlich aus. Nicht so schnell. Wir haben Zeit. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park. Okay. Ich komm hier Willst du mal Henry steuern? Oh ja, klar. Ja, gib mal her. Kann ich ihn steuern? Oh, cool. Quadratwurzel aus 2401. 49. Sehr gut, John. Was? Okay. Lassen wir mal so stehen. Das ist ja geil. Na, hier kann ich nicht rüber, okay. Ah, ich kann hier durch. Das ist cool. Henry sieht irgendwie lustig aus. Hallo, Betty. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich dir auch, Henry. Hey Betty. Okay, wer auch immer bei dir ist. Wo geht's hier hin? Ah. Okay, sind wir in der Klinik, wa? Jo, naja, erkunden wir doch hier erstmal. Das ist die Klinik, ne? Das ist die Quartz Reaction Center. Ja, genau, das ist die Klinik. Okay. Gut, na, hier müssen wir eh gleich rein. Okay, dann gehen wir mal raus. Kann ich auch schneller? Ja, richtig zügig hier, der Boy. So, was haben wir hier? Guten Morgen, Mr. De Palma. Morgen, kleine Qualle. Ja, schönen guten Tag. Der kennt die Leute hier alle. Hä? Jetzt bleib mal stehen, bleib mal stehen. Na? Ah, schade. Ah, da sind die Leute. Flieg doch mal um die Skulptur. Was für eine Skulptur? Ach, die? Eine Eule? So. Das machst du sehr gut, Adam. Ach ja, ich steuere das ja. Kann ich hier so? Geht das? Geht das? Ach nee, oder? Schade. Ich kann nicht. Ich will mich da draufsetzen. Zitiert nicht. Okay. Kriegen wir noch hin. Hier, die steht mit dem Raum. Das schaffen wir doch hier bei dir, oder? Nee, es ist von der Höhe her nicht anders machbar, wa? Ich komme ja nicht höher. Na? Ne, das geht nicht. Okay, es geht nicht. Bei dir hier geht's auch nicht, wa? Wir sind zu weit. Ja, wir kommen hier nicht nahe noch ran. Ne, da ist eine Blockade. Na gut. Okay, ja, Park. Interessant.
Okay. Und da sind wir wieder. Kann ich mich auf deinen Kopf setzen? Ne, das geht. Es geht nicht. Oh gut, es geht. Ich gebe. Ja, ich lass es. Okay. Dann laufen wir hier auf jeden Fall nochmal lang. Vielleicht können wir irgendwelche Interaktionen machen. Das hier sah interessant aus gerade. Welche Bilder? Okay. Ach, die Bahn habe ich gar nicht gesehen hier vorhin. Okay. Mal ein Päuschen. Ja, die hat man gesehen. Da kann ich aber auch nichts machen. Hier kann ich auch nichts machen. Okay. Das hatten wir uns angeguckt. Dann gehen wir mal hier lang über die Brücke. Da. Ah, ja, ja, ja. Genau. Ich kann hier nämlich was machen. Das konnte ich mit Henry gerade nicht tun. Ich kann auch da hinten hin. Ah, das ist doch wieder so ein Cabin Car hier, oder? Ah, nee, das ist ein Hover Car. Das sind doch genau diese Sachen. Wir wünschen eine angenehme Fahrt. Johns Untersuchung beginnt bald. Okay, ja, wir können es nicht benutzen. Ich habe jetzt einfach mal gedrückt gehabt, aber es macht jetzt auch keinen Sinn. Ah, hier sind Fische drin. Okay. Alles kleine Nemos mit ein bisschen Schwarz drin. Okay. Ah, da können wir sogar was machen. Fische füttern. Sieh mal, die Fische! Kann ich sie füttern? Nimm den Snack. Aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ganz sicher. Ja, das sieht immer schön unbekümmert aus auf jeden Fall. Sie leben ein gutes Leben und du kannst das auch. Okay. Ich hatte ja irgendeine. Stimmt, Moment, ich hatte ja. Aber das war in meinem Apartment. Da hatte ich irgendwelche Hologramme mit Fischen gesetzt. Was war denn das gerade? Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe die Maus nicht angefasst. Okay. So, John, mit dir. Willst du mal Henry steuern? Nee, jetzt nicht. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Ja, jetzt machen wir immer Druck hier. Was ist denn los? Eine Bank. Setz dich und hör ein bisschen Musik. Oh, ich setz mich mal hin. Möchtest du Musik hören, Adam? Oh, das ist ja cool. Ja. Okay. Kein Vogel. Bitte? Ich sitze hier seit einer Stunde. Kein einziger Vogel. Sehr schön. Du sitzt hier seit einer Stunde? Okay. Auch das lassen wir einfach mal so dahingestellt. Was haben Sie gegen Vögel? Ihr Geschnatter. Das lenkt ab. Man muss sich konzentrieren. Das wissen Sie doch. Kennen wir uns irgendwoher? Wie meinen Sie das? Kennen? Ob wir uns schon mal getroffen haben? Das müsste aber eine Ewigkeit her sein. Eine Unendlichkeit. Unendlich oder unaufhörlich? Das ist der entscheidende Unterschied. Der ist ganz schön creepy. Es ist gut, dass Sie auch hier sind. Ich kann nicht folgen. Bitte entschuldigen Sie. Kann ich wirklich nicht. Mr. De Palma braucht Ruhe. Ich habe Ruhe. Darum geht es doch. Ich habe endlich Ruhe. Ich gehe schon. Vielen Dank, Mr. Newman. Kommen Sie, Mr. De Palma. Nein, ich gehe nicht zurück. Niemand hat vor, Sie zurückzubringen. Ich bleibe hier sitzen. Na los, geh schon. Ich brauche dich nicht. Wie Sie wünschen, Sir. Okay. Der ist ein bisschen... Naja, der ist alt. Also hört die Musik nicht mehr auf? Spiele ich jetzt die ganze Zeit Musik? Kann ich das wegmachen? Ich kann mich hier nicht mehr hinsetzen. Okay, na dann haben wir halt ein bisschen Musik jetzt die ganze Zeit im Hintergrund. So, dann gehen wir mal hier rein. Schauen wir uns das mal an.
dir kann ich nicht reden. Wie hieß du? Ach, weiß ich nicht, hab ich vergessen. Ja, das sieht schon schmuck aus. Also das ist schon, ja, es ist alles geradlinig und es sieht alles so geleckt aus. Aber ich finde, das ist halt Perfektion. Das ist halt so, das ist so in der Zukunft, was man halt sich von der Zukunft so ein bisschen in vielen Filmen und dergleichen halt immer vorstellt. Ist halt wirklich Perfektion. Oh, du stehst mir nicht schon wieder im Weg, oder? Doch. Oh, John, lauf mir doch nicht immer vor die Füße. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Schönen guten Tag. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke sehr. So. So, hier war ich mit Henry ja schon mal kurz durchgeflogen. Willst du mal Henry steuern? Okay, wir können nichts anderes mit dir reden. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Wir sind ja schon da. Wir sind da schon da. So. Kann ich hier durchlaufen? Kann ich. Hier ist kein Spiegel. Okay. Dann scheinbar so mit Mona reden. Aber gibt es hier noch irgendetwas zu entdecken? Das sieht erstmal nicht so aus. Ich kann hier, glaube ich, auch nirgendwo lang, wa? Ja, kann ich nicht. Die Musik ist sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend. Oh, die laufen mir mal schnell vor die Füße. Das nervt gerade ein bisschen. Mona, können wir reden? Ich kann mit Mona nicht reden. Doch, jetzt. Willkommen zurück, Mr. Newman. Hi. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in 4 Stunden wieder abholen. What? Genießen Sie den sonnigen Tag. In 4 Stunden? ETF? Was machen die da für eine Untersuchung? Warum ist das so? Ist das so? Oh, ist ja wieder mal Richard. Und wieder in Berlin Central. Sonntag, den 12. Januar 2048. Okay. Guten Abend, Sir. Heute ist der 12. Januar 2048. Es ist 18.26 Uhr. Danke, was? Simon. Wie spät ist es? Sie haben 17 Stunden geschlafen, Sir. Krass. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, sie nicht zu stören. Jetzt hilft mir wenigstens, hier Ordnung zu machen. Ja, sie haben neue Cloud-Messages. Okay. Habe ich hier wieder irgendwas? Ist das alles noch das Gleiche? Das können wir nur untersuchen. Okay. Aber jetzt können wir das hier aufräumen, ne? Das möchte ich jetzt auch bitte. Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Ja, der ist kaputt. Ich weiß, dass der kaputt ist. Das hatten wir schon. Da ist der Cleaner. Sind die da? Also ich sehe sie nicht gerade. Ja, was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was im Filter. Oh Gott. Wo kommt diese Karte denn jetzt her? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Ich glaube ja nicht so wirklich, dass die beiden erscheinen werden. Wie spät ist es jetzt? 20.30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten sie ihre Eltern anrufen. Jennifer ist jetzt online. Wer ist denn Jennifer? Okay, Kontakt... Tracy war meine Frau. Kontakte. Messagebox. Frank. Sag mal, Chefredakteur, okay. Hi, Richard. Bist du da? Okay, du willst gerade nicht mit mir sprechen. Kann ich verstehen. Ist nur so, deine Kolumne für das Editing. Kann ich damit heute noch rechnen? Sonst kann Troy das auch erstmal machen. Na gut, dann. Ja, bis morgen.
okay, das wird schon alles. Ja, einen verdammten Autounfall. Naja, aber so sind die Chefs, ne? Interessiert die nicht. So, warte, nochmal Kontakte. Tracys Eltern. Jennifer ist online. Sie ist ein Freund, sie ist eine Fotografin, sie ist freischaffend, verheiratet, lebt in Berlin. Liebt das gute alte Kino. Hey, Jenny. Richard, Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Geht so. Ein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal, Jenny, ist Tracy bei dir? Nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha, also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ich wollte erst mal mit dir reden, bevor ich mich mit Herman rumschlage. Du weißt ja, wie er ist. Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen. Aber ich mache mir Sorgen. Naja, sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein Gott, Jennifer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Wieso habe ich dieses Gespräch jetzt gerade nach dieser Affärenfrage so abrupt abgebrochen und habe nach links geschaut? Das ist ja sowas von ein Anzeichen, dass ich gerade lüge. Okay, also scheinen wir eine Affäre zu haben. So, ja, hier ist die alte Visitenkarte. Von Matt Walker. Wer ist denn Matt Walker? Fotograf. Okay. Ja, komm. Ruf mal den mal an. Richard. Guten Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht, die ganze Woche nicht. Vorwurfsvoll oder verwirrt? Wir machen mal verwirrt. Aber wieso hat sie denn erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja, wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist ihr was passiert. Ist dir das egal? Richard, ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Und wenn sie dich endlich los ist, geht's ihr noch viel besser. Okay, krass. Schimpfen, warum sollten wir schimpfen? Wir haben ja anscheinend nicht wirklich ein gutes Verhältnis zu dem Boy. Na gut, schönen Abend noch. Ich rufe jetzt Maddie Central an. Dann rufen wir Maddie Central an. Genau, das ist nämlich das Letzte, was wir noch nicht anrufen können hier. Maddie Central, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan Tracy, Alter 39. Nolan James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Okay. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Das ist schon mal gut. Wie weit reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Na gut, aber Sie scheinen ja erstmal nicht im Krankenhaus zu sein. Okay, das ist natürlich jetzt, wir sind nicht hier, Simon, was ist mit dir los? Hast du das gehört? Sie ist nicht bei ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass ihre Frau zu ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen?
War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Red kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das. So werden Sie das nicht aufbekommen, Sir. Sie brauchen den Kalibrierungsschlüssel. Der liegt auf dem Tisch. Irgendwo sein. Ich weiß, dass der hier auf dem Tisch liegt. Okay, wir haben hier vorhin alles schön untersucht. Das muss er sein. Oder für euch vorgestern. So. Los geht's. City 5, Union Park, eines Montag. Eines darfst du niemals aus den Augen verlieren, Adam. Deine wichtigste Aufgabe in dieser Stadt? Ein guter Vater zu sein. John will lernen und wachsen. Du kannst ihm dabei helfen. Jeden Tag. Minerva, was ist denn das? Das ist auch so creepy. Was ist das hier? Naja, gut. In der nächsten Folge werden wir hoffentlich mehr darüber erfahren. Wie immer, schönen Dank fürs Zusehen. Denkt wie immer an einen Kommi, an einen Like. Und dann haut da rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.